Mann, 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 wie kann ich das wieder nur gerade biegen? Ich könnte mich in den beißen. Ja, ich habe mir hier diese tolle Teeküche oder Küche aufgebaut und beim Aufbauen bohre ich, bringe Scharnierbänder an und so weiter und so fort. Und was passiert dann? Zack, einmal durch die Tür gebohrt und die Schranktür von der Küche ist jetzt kaputt, quasi im Arsch. Ja, was kann man machen? Neue Schranktür kaufen bzw. bestellen, kann unter anderem ein paar Wochen dauern. Oder man repariert es, wie bei mir. Ich werde nämlich das ganze Ding jetzt reparieren und zeige dir, wie du das Ganze machen kannst. So, um das Ganze jetzt zu reparieren, braucht ihr irgendwie eine glatte Unterlage. Am besten eine Werkbank, ja, oder zwei Arbeitsblöcke, je nachdem. Legt euch bitte was drunter, damit ihr das Ganze auch nicht beschädigt, beziehungsweise weiter Macken hineinhaut. Ja, und jetzt haben wir hier die Schadenstelle. Ich habe jetzt mal den Griff und den Mülleimer abgeschraubt. Wir haben hier einmal komplett durchgebohrt. Und das sieht natürlich mega kacke aus. So sieht die ausgerissene Stelle aus. Wie gesagt, ich wollte einfach ein Topfband versetzen und habe da durchgebohrt. Was müssen wir jetzt machen? Wenn ihr genauer hinschaut, seht ihr, dass sich hier so eine Delle gebildet hat, ne? Und wir müssen jetzt eigentlich alles, was jetzt so hoch kommt, müssen wir mit einem Cutter, mit einem scharfen Stecheisen einfach entfernen. Ihr seht auch, dass die erste Deckschicht ein Dekor ist und darunter befindet sich schon Spanplatte. Und wir müssen das so ein bisschen eben putzen, schneiden. Und ihr könnt dabei auch das Ganze so ein bisschen vertiefen, denn wir werden das Ganze gleich spachteln. Und damit der Spachtel auch hält, brauchen wir so ein bisschen Fläche, ein bisschen Tiefe. Und das kriegt ihr damit wunderbar hin mit so einem Cutter. So schaut das Ganze dann aus. Nicht erschrecken, ne? Geht natürlich nur bei Oberflächen, die jetzt deckend sind, ne? Wenn ihr jetzt eine Naturholzoberfläche habt, dann geht das natürlich nicht. Dann wäre das nachher sichtbar. Ich verwende jetzt ein Zwei-Komponenten-Spachtel vom Presto. Den gibt es in unterschiedlichen Farben. Ist jetzt hier in diesem Falle egal, aber nur mal nebenbei angemerkt, ne? Gibt es in hell, in mittel und in dunkel. Und es ist ein 2K, also Zwei-Komponenten-Spachtel. Das bedeutet, das Ganze härtet aus. Also das zweite Anteil ist ein Härter. Wir lassen das Ganze jetzt trocknen. Mit so einem Härter dauert das vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde. Dann können wir auch weitermachen mit dem Schleifen. Und beim Schleifen ist es so, es kommt jetzt wirklich auf die Oberfläche drauf an. Ich verwende jetzt hier einen Exzenterschleifer. Und ja, Akku betrieben, damit könnt ihr die ganze Fläche abschleifen. Fangt bitte zuerst bei der gespachtelten Fläche an. Das schleift ihr schön plan mit einem 120er. Damit könnt ihr anfangen und dann arbeiten wir uns runter bis zu einem, ja, 220er Schleifpapier. Umso feiner die Fläche nachher geschliffen wird, umso feiner und umso besser sieht dann die Lackierung aus. Und es ist halt ganz, ganz wichtig, dass wir hier bei dieser Tür die komplette Tür einmal anschleifen. Im Anschluss das Ganze bitte vom Staub entfernen, am besten ein Staubsauger mit Bürstenaufsatz und dann können wir auch mit dem Lackieren loslegen. Beim Lackieren müsst ihr einfach Geduld haben. Ich habe jetzt hier ein Platinum-Lack von Dupli-Color verwendet. Das ist ein sehr kratzfester und stoßfester Lack, also genau das Richtige für die Küche. Und ihr müsst, ja, beim Auftragen braucht ihr halt Geduld. Also Mindestabstand von 10 bis 20 cm. Ihr braucht auch ein bisschen Übung. Macht vielleicht nochmal eine Probe auf ein Stück Pappe oder ein Holz. Und dann müsst ihr immer nass in nass lackieren. Das heißt, ihr könnt nicht einfach wild drauf lossprühen, sondern immer Bahn für Bahn, so dass sie sich ein bisschen überdeckt. Das ist dann quasi nass in nass. Und dann machen wir eine Seite und dann machen wir das Ganze nochmal von der anderen Seite. Sprich, wir lackieren über Kreuz. Aber als erstes fängst du, wie du gerade gesehen hast, mit den Kanten an. Danach lässt du das Ganze trocknen und wenn du möchtest, kannst du nach 20 bis 30 Minuten den Vorgang wiederholen, um die Deckschicht vom Lack etwas dicker zu machen. So,
Tür ist wieder drinne und ja, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Natürlich ist die Oberfläche, wenn man jetzt hier rüber fest und dort rüber fest, hier sind so ganz, ganz kleine Mini-Pickel, aber es ist wirklich minimal und ich weiß nicht, es ist zwar jetzt dunkel, aber seht ihr irgendwie einen Unterschied? Ich versuche das mal so ein bisschen. Nee, ne? Geile Sache. Haben wir ein bisschen Geld gespart und mussten keine neue Tür kaufen. Und so sieht die fertige Küche dann aus. Ich habe jetzt hier links ein Gaskochfeld selber eingebaut. Darüber gibt es auch ein Video. Die Gasflasche befindet sich nämlich hier, schön eingebaut. Ein Spülbecken, was eingelassen worden ist. Also nicht oben bündig draufgesetzt, sondern von unten eingelassen und verklebt. Ja, und diese Wand hier, das ist hier Studioline. Mit eingelassenen LED-Stripes und so ein paar Lichtakzente. Darüber gibt es auch ein Video und auch wie du Fliesen legen kannst, darüber gibt es auch ein Video. Ich werde hier mal alle Videos unten in der Videobeschreibung verlinken, sowie auch alle Produkte, die du gerade eben im Video gesehen hast, die du brauchst, um deine Tür wieder auf Vordermann zu bringen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausbessern und wir sehen uns beim nächsten Video, hoffentlich. Ciao.